Nach dem HW4 und HW60 bringt Begaard die nächste Innovation, SAR-Modelle. Was das genau ist, erklären wir euch in diesem Video. Servus zusammen, Friday, GSPR Soft, und in diesem Video, ich habe es euch schon angekündigt, stelle ich euch die SAR-Modellreihe vor und erkläre euch da draußen, was das Ganze genau ist. Als erstes ein paar Hintergrundinformationen, was ist SAR? SAR steht für Schwabenarms. Schwabenarms ist bekannt aus dem Real-Steel-Bereich, sprich ein echter Waffenhersteller. Die stellen Jagd-, Sport-, aber auch zivile Versionen der MP5 und G3 her. Unter Schwabenarms sind diese bekannt unter M48, M58 und so weiter und so weiter. Ein paar der Versionen bzw. der Modelle sind hier schon ausgestellt. Doch was haben wir Airsoft-Spieler davon? SAR bzw. Begaard hat die Lizenz gekauft und kann jetzt unter namhaften Herstellern wie ICS, WE und so weiter für euch da draußen qualitativ gute Airsoft-Waffen herstellen. Sagt natürlich erstmal jeder, aber die Qualität von ICS ist bei euch Spielern schon bewährt, so wie bei uns auch. Wir haben schon einige ICS-Waffen gehabt und wenn ich mir den Schnitt der Spiele angucke, jeder ist mit ICS zufrieden. Hier sehen wir schon mal ein paar ICS MP5 Modelle. Es gibt natürlich noch einen weiteren Vorteil für euch Spieler, dass Begaard dieses Lizenzrecht besitzt. Und zwar ist es ganz einfach. Aktuell war der Weg so: Hersteller, Großhändler und dann der Shop. Und immer jeder dieser Schritte möchte natürlich Kohle mit ihren Modellen verdienen. Jetzt hat Begaard das direkte Recht, diese Waffen herstellen zu lassen und zu verkaufen. Sprich, es gibt nur noch Hersteller, Shop und dann geht es direkt an euch Spieler raus. Das heißt, ihr bekommt für weniger Geld eine gute Qualität, wenn nicht sogar besser. Die ganzen Modelle, die ihr hier seht, von der MP5 angelehnten bis zum Karabiner 98, sind diese Waffen in einem Budget bis die 400 Euro aktuell. Das heißt, ihr habt ICS-Modelle 280 Euro, einen wirklich guten Karabiner 400 Euro. Und das sind wirklich Bereiche, Budgets, die für uns Spieler bezahlbar sind. Vor allem die ICS-Geschichten fühlen sich schon mal gut an, weitere Tests dazu folgen. Wie sieht es mit zukünftigen Modellen aus? Wir haben schon das zivile G3 gesehen. Das soll kommen jetzt Mitte Sommer in einer SIG-Variante. GSP Airsoft steht natürlich auch dafür, dass endlich mal ein ordentliches G3 GBP auf den Markt kommt. Wo wir schon bei diesen zukünftigen Modellen sind. Neben dem K98 und dem MP5, das jetzt schon da ist, kommt natürlich auch eine Uzi und alle zukünftigen Modellen unter dem SAR-Logo. Das SAR-Logo steht aber nicht nur für irgendwas und auch Begaard ist da bekannt, dass sie nicht irgendeinen Billigschrott raushauen. Die Waffen sind keine günstigen China-Bomber oder irgendwelche Sportsline Edition. Wir haben von der SIG bis zu dieser MP5, die hier ist, wirklich qualitativ hochwertige Modelle. Die fühlen sich auch schon mal sehr gut an und bieten einige Features, die andere Waffen eben nicht so bieten, beziehungsweise sie bieten ein rundes Komplettpaket für Waffen, die es so aktuell nicht einfach auf dem Markt gibt und wenn in einer gewissen, nicht ganz ausreichenden Qualität. Ein oder andere Modelle von gewissen Herstellern, unter anderem möchte ich G&G hier nennen, machen wirklich gute Produkte, vor allem die TopTech MP5, aber die ist eben schwer zu bekommen. Wir haben jetzt die ICS MP5 mit Begaard unter SAR hier am Start. Diese Lizenzgeschichte mit Schwabenarms und Begaard ist so wie es ist einzigartig in Europa. Ich möchte mich nicht zu weit festlegen, wir haben auch nicht alle Infos, aber meiner Meinung nach ist das so wie es ist in Europa schon mal einzigartig, dass Begaard dieses Lizenzrecht hat und es ist einfach für uns Spieler ein nächstes Level, denn so, wie ich schon gesagt habe, umgehen wir diese Großhändlergeschichte und wir bekommen einfach mehr für unser Geld. Was die Waffen natürlich im Einzelnen können, außer gut ausschauen, testen wir durch. Neben dem K98 und den MP5, die wir schon ein bisschen bespielt haben, kommen natürlich auch diverse Tests zum künftigen G3, zur SIG und so weiter und so weiter. Das werdet ihr alles hier bei GSP Airsoft finden, selbstverständlich. Wir gehen jetzt hier im Schwerpunkt auf die MP5-Modelle, auf das K98 und die machen auf jeden Fall einen guten Eindruck. Das ist, wie schon angesprochen, einfach ein nächstes Level und für uns als Spiel auf jeden Fall eine super Geschichte. Begaard hat da eben schon einiges rausgehauen. Das kostet denen natürlich auch viel Geld, diese ganze Geschichte. Und da sollte auf jeden Fall was bei rumkommen. Und eben wie angesprochen, ein nächster Schritt neben dem HW4. Habt ihr soweit Fragen zu dieser Schwabenarms-Geschichte oder zu den jeweiligen Modellen? Lasst es mich wissen natürlich. Ebenfalls ist noch zu sagen, es kam mal die Frage auf, sind das echte Bodies mit Airsoft Internals? Nein, das sind, ich sag mal, Airsoft Bodies, die es so für die Airsoft Waffen angepasst wurden, das sind keine echten Bodies, aber wie wir sie hier haben bei der MP5, bei der SIG und beim K98 sind das sowohl Metallteile als auch Echtholz, also ihr merkt schon, das ist schon ein Stück
hochwertigere Nummer als irgendwelche Plastikbomber. Das soll soweit gewesen sein. Wie gesagt, habt ihr Fragen zur Schwabenarms Begadi-Geschichte, lasst es mich wissen. Einfach in die Kommentare. Natürlich interessiert mich auch, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet. Einfach in die Kommentare damit, das ist der beste Weg. Habt ihr Wünsche für Begadi? Denke ich, sind wir auch mit der beste Ansprechpartner. Wie gesagt, ich und wir von GSP Airsoft stehen für eine G3 GBB-Variante und ich denke, das sollte schon irgendwie machbar sein. Friday, GSP Airsoft.